besser abgenommen, wenn ich schon gesagt habe, kommt ihr einfach rein, hören Sie zu, das macht das Herz auch warm und die Füße. Jetzt folgt ein Redebeitrag der interventionistischen Linken und erzählt, warum es hier heute geht. Seit mehreren Wochen versucht die Türkei, den nordsyrischen Kanton Afrin zu besetzen. Die Allianz vom türkischen Militär und ca. 10.000 dschihadistischen und IS-Terroristen schickt Panzer über die Grenze, beschießt Städte und Dörfer mit schwerer Artillerie und bombardiert Afrin aus der Luft. Hunderte von Zivilisten sind bereits gestorben und viele schwer verletzt. Der Feldzug gegen Afrin ist ein Krieg gegen die Hoffnung auf Frieden und Demokratie, gegen die Selbstverwaltung in weiten Teilen Nordsyriens. Ein Krieg gegen die Menschen, die den Islamischen Staat besiegt haben, und ein Krieg gegen die Befreiung der Frauen in der Region. Mit ungebremstem Machtanspruch will der Diktator Erdogan verhindern, dass das demokratische Modell Rojava eine hoffnungsvolle Alternative zum Nationalstaat und zu seiner Alleinherrschaft bietet und über die Ländergrenzen hinweg ausstrahlt. In der Türkei wird jegliche Kritik an dem Krieg im Keim erstickt. Die Hoffnung auf ein Gesellschaftsmodell ausgerichtet auf Rätedemokratie, Ökologie und Frauenbefreiung strahlt jedoch bereits weltweit aus und mobilisiert unseren breiten Widerstand. Auch deswegen sind wir heute hier. Deutschland ist Kriegspartei in Afrin. Es unterstützt den Angriffskrieg durch Waffenlieferungen und Rüstungszusammenarbeit. Fette Gewinne für Rüstungskonzerne wie Rheinmetall sollen weiter sprudeln. Wir wissen, vor der Befreiung Deniz Yücel's gab es 31 Waffendeals mit der Türkei. Deutschland hält seinem NATO-Partner Türkei durch innen- und außenpolitisches Stillschweigen zudem den Rücken frei. Durch die politische Diskreditierung der Revolution in Rojava und die Repression gegen die Afrin-Solidaritätsbewegung soll der Widerstand zum Verstummen gebracht werden. Die Selbstverteidigungskräfte YPG und YPJ in Afrin verteidigen die Bevölkerung und ihr Leben im Kampf gegen die türkische Armee. Doch alleine werden sie den Einmarsch auf Dauer nicht aufhalten können. Nur eine internationale Bewegung kann gegen den Krieg die Kräfteverhältnisse entscheidend verschieben. In den letzten Wochen wurden viele beeindruckende Zeichen internationaler Solidarität an die Menschen in Afrin gesendet. Und auch heute senden wir mit Zehntausenden die Botschaft nach Afrin. Diese Solidarität wirkt und kommt bei den Menschen an, wie schon während der Belagerung von Kobane. Gibt sie den Belagerten den Mut und die Kraft, durchzuhalten. Und es ist noch mehr drin. Gemeinsam mit allen, die den Schlachten in Syrien nicht länger zuschauen wollen, die eine Hoffnung auf Frieden, Demokratie und Selbstverwaltung haben, können wir eine Bewegung bilden, die die Kraft entfaltet, den Krieg zu stoppen. Wir müssen hier den Druck aufbauen, die schmutzigen Deals mit dem Erdogan-Regime zu beenden. Nur wenn wir Afrin auch in Europa, in Deutschland und in Berlin verteidigen, hat Rojava eine Chance. Der Skandal der deutschen Kumpanei mit der Türkei muss ein Ende haben. Stoppt den Krieg! Schluss mit den Angriffen auf Afrin! Deutsche Panzer, raus aus Afrin! Keine Deals mit Erdogan! Stoppt die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit! Solidarität mit Rojava! Unterstützt den Aufbau und die Verteidigung der basisdemokratischen und feministischen Alternative! Schalt!